Das Oberkommando hat die 53. Hammerheads angewiesen, ein NTF-Depot im Asteroidengürtel von Deneb zu erobern. Rings um das Depot sind 6 Sperrgeschütze postiert und einige Frachter der Rebellen haben schon damit begonnen, Material aus dem Depot fortzuschaffen. Die NTF hat sich alle Mühe gegeben, dieses Material zu verstecken. Alpha 1, Ihr Auftrag lautet, alle sich anbietenden Ziele zu vernichten, einschließlich Frachtern, Ladecontainern oder Sperrgeschützen. Die Beta-Staffel überprüft die Ladungen. Unsere Aufklärer haben eine Staffel Lokis geortet, die das Depot bewacht. Kümmern Sie sich um diese Gegner zuerst. Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung Ihres Einsatzes, Pilot. Für einen Überfall auf ein Depot bekommt man keine Orden, aber er kann trotzdem so wichtig sein wie der Abschuss eines Kreuzers oder einer Korvette. Wir müssen die Rebellen von ihrem Nachschub abschneiden, wenn wir einen deutlichen Sieg erringen wollen. Ja, wieder nur Myrmidons natürlich. Ja, das Übliche. Aber diesmal sind wir mit 6 Leuten draußen. Wow. Ich mein, okay, Alpha-Staffel. Schalten wir die Jäger und Frachter aus. Beta überprüft die Fracht. Achtet auf die Sperrgeschütze. Mehr Energie auf die Triebwerke. Erfassen Sie die Fracht des Ziels und fliegen Sie dicht ran, um sie zu überprüfen. Der optimale Abstand ist 150 Meter. Oh nein, die springen. Sie kümmern sich um die Jäger. Konzentrieren Sie sich auf die Lokis. Ja, vielleicht hätte ich das als erstes machen sollen, wa? Command, wir haben hier ein Problem. Ja. Wir können die Fracht nicht scannen. Mich auf die Jäger zu konzentrieren. Diagnoseprogramm starten, Beta. Haben Ihre Sensoren eine Fehlfunktion? Lokis. Recht wendig, halten aber nichts aus. Unsere Sensoren kommen einfach nicht durch. Bestätigt, Beta. Abtastung abbrechen zur Hölle sollen und Gegner angreifen. Sollen wir die Dinger nicht lieber bergen? Negativ, Beta. Command wird keine Bergungsaktion in diesem Asteroidengürtel riskieren. Und warum nicht? Das hat einen Grund, die Dinger abzuschirmen, oder? Das sind keine alte täglich verwendeten Container. Das war der erste Loki. Traurig, dass ich gegen ihn sogar länger gebraucht habe als gegen Herkules. Boah, das Ding ist halt wendiger. Wir haben es hier mit mehreren Gegnern zu tun. Diese Fracht muss wichtig sein. Ja, noch ein. Boah! Pass drauf, wo ihr hinfliegt. Oh nein, nicht schon wieder. Der letzte seiner Staffel zu sein. Und tschüss. Wenn jetzt nicht aufhört, mich zu rammen, meine lieben Wingmans. Scan nicht möglich. Aufgepasst! Da kommt eine gegnerische Staffel rein. Naja, guck mal, angesagt zerstören, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass meine Flügel meine Probleme dann haben werden, diese paar Lokis abzuschießen. Nein, hatten sie auch nicht. Wir haben das Depot unter Kontrolle, Command. Alle Gegner ausgeschaltet. Alpha und Beta, zerstören Sie die Frachteinheiten. Schon dabei. Moment mal, Alpha. Die Langstreckensensoren orten ein weiteres Ziel, 3 Kilometer von ihrer derzeitigen Position. Ich empfange hier gar nichts, Command. Wir empfangen eine schwache EM-Signatur von einem der Asteroiden. Wir übermitteln Ihnen die Daten. Ich empfange immer noch kein klares Signal. Zu viele Störungen. Oder? Oh. Auf dem Radarschirm Ihres HODs sollten Sie einen blinkenden roten Punkt sehen. Manövrieren Sie Ihren Jäger so, dass der Punkt in der Mitte des Radars bleibt. Dann fliegen Sie in die richtige Richtung. Es ist ein großer Asteroid, Command, mit irgendeinem Bauwerk drauf. Genau das sehe ich nämlich auch ohne Radar. Schauen wir uns das mal genauer an. Vorsichtig, Leute. Ich will lieber nicht der Erste sein, der dahin fliegt. Lass mir den anderen Jungs mal ein bisschen Vorsprung. Nur so für alle Fälle. Na gut, da fliegen halt Informationen hin. Ich habe da so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ziemlich große Einrichtung. Aber
Ich brauche neue Munition. Command, das Ziel hat Geschütztürme und einen Jägerhangar. Das muss eine Rebelleneinrichtung sein. Wir setzen Bomberstaffeln ein. Zerstören Sie diese Basis. Sehr schön. Wir kriegen Verstärkung. Wenigstens etwas. Delta-Staffel jetzt in Position. Vernichtet diese Jäger. Wir müssen eine Schneise für die Delta-Staffel freischießen. Jäger? Oh. Ich hätte gehofft, wenn die Geschütztürme die einzige Gefahr, aber... Hier spricht Admiral Bosch von der Neo-Terra. Da auch noch eine Menge Jäger hier. An die Krieger der Allianz. Brechen Sie Ihren Angriff sofort ab. Thomas, der Was? Anführer der Rebellen ist in diesem Stützpunkt. Ignorieren Sie diese Übertragung, Alpha. Aha. Admiral Bosch ist im Polaris-System. Das hier muss ein Ablenkungsmanöver sein. Wenn Sie Vielleicht. Diese Einrichtung vernichten, unterschreiben Sie das Todesurteil für Ihre Rasse. Ich verlange ungehinderten Zugang zum Sirius-Sprungknoten. Was soll das denn heißen? Es gibt keine Verhandlungen, Bosch. Das sah gut aus. Warum sollte die Menschheit... Wenn Sie für meine Sicherheit garantieren, überleben wir das hier in die Luft, ich meine Truppen von Deneb zurück. Pilot, vernichten Sie diese Anlage. Sie haben Ihre Befehle. Ich glaube hier, dass wir überleben, wenn wir das Ding vernichten. Komm her, du elender Jäger. Ein Treffer und ich habe auch dich. Schützturm hier. Reden wir wenigstens mal. Noch mehr Jäger? Noch mehr Jäger. Der Asteroid bricht auseinander, Command. Es ging schnell. So eine große Einrichtung. Ich kann sie mir nicht länger vom Hals halten. Oh Scheiß, habe ich da gerade auf einen von meinen geschossen? Holy shit. Hast du. Das ist keine Anlage. Schalten Sie den Antrieb dieses Kriegsschiffes aus. Lassen Sie es nicht entkommen. Heckschilde! Wir haben keine Zeit, Command. Das Schiff aktiviert schon seinen Subraumantrieb. Oh, mehr Heckschilde. Oh, einfach drei hat's erwischt. Verdammt. Mich erwischt's auch gleich, wenn das hier so weitergeht. Bosch und sein Kriegsschiff sind gesprungen. Alpha 2 hat's auch noch erwischt. Super, dann bin ich jetzt als Rookie hier der einzige noch übrig ist von der vom Alpha-Flügel. Erwischt. Verdammter Mist, gleich zwei Mann verloren. Und Frau. Alle gegnerischen Jäger wurden ausgeschaltet, Command. Dieser Einsatz ist vorbei, Alpha. Zurück zum Stützpunkt. Aber was war das überhaupt für ein Einsatz? Wo kam jetzt plötzlich Bosch her? Warum zur Hölle sitzt der hier? Kein Wunder, dass die Fracht dann nicht zu scannen war. Was hat Bosch hier überhaupt vor? Und was war das für ein Raumschiff? An was baut er, was die Menschheit, wenn sie es vernichtet, ihr eigenes Schicksal besiegelt? Was baut er? Naja, das Oberkommando hat keine offizielle Erklärung für die Anwesenheit des Admirals im Denim-System verlauten lassen. Die getarnte Basis und die abgeschirmten Frachtcontainer tragen nur zu den Rätselraten um die Pläne des Admirals bei. Unter den gegebenen Umständen gab es nichts, was sie hätten tun können, um die Flucht von Boschs Befehlsfregatte Iceni zu verhindern. Iceni, ich glaube, das muss ich mal nachschauen, was Iceni bedeutet. Aber das werde ich dann in der nächsten Folge sagen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.